Kleindenkmale. Sie sind aus Stein, Holz oder Metall. Oft findet man sie auf Hügeln, Marktplätzen, am Wegesrand, doch manchmal sind sie auch versteckt im Wald. Wo auch immer sie zu finden sind, egal ob groß oder klein, jung oder alt, Kleindenkmale sind schützenswertes Kulturgut. Sie erzählen Geschichten aus dem Alltag von Menschen, erinnern an mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten aus der Region oder sind Gedenken an ein wichtiges Ereignis. Für Coding Da Vinci stellt das Kreisarchiv Esslingen einen Datensatz mit spannenden Kleindenkmalen aus vielen Orten in unserem Landkreis zur Verfügung. Unsere Kleindenkmale reichen von Gedenksteinen und Inschriften bis hin zu Brunnen, Brücken und manch kuriosem Denkmal wie einer historischen Wetterstation. Das Besondere an unserem Datensatz ist, dass alle Denkmale georeferenziert sind. Zudem stellen wir viele spannende Informationen zur Hintergrundgeschichte bereit. Wollt ihr zusammen mit uns auf Spurensuche gehen und die Geschichte unserer Kleindenkmale zum Leben erwecken?